Es sind Zustände, die man sich nicht vorstellen kann und auch nicht vorstellen will. Es fehlt an Nahrung, an Wasser, Medikamenten und an Treibstoff. Und auch in den Krankenhäusern in Gaza fehle es an allem, sagt Ärzte ohne Grenzen Geschäftsführerin Laura Leiser. Viele unserer Kolleginnen und Kollegen sind nach wie vor in diversen Spitälern in Gaza tätig und berichten von wirklich katastrophalen Zuständen. Frau Leiser, einige Ihrer Kolleginnen und Kollegen, die befinden sich ja in Krankenhäusern im Gazastreifen im Norden und im Süden. Was berichten denn die Ärztinnen und Ärzte über die Situation vor Ort? Genau, Ärzte ohne Grenzen ist ja schon seit über 20 Jahren in den palästinensischen Gebieten auch tätig als humanitäre, unabhängige Hilfsorganisation. Und wir haben zurzeit um die 300 lokale Kolleginnen und Kollegen im Gaza und um die 20 internationale Kolleginnen und Kollegen. Allerdings ist es so, dass die Situation natürlich wahnsinnig angespannt ist, die Sicherheitslage extrem prekär und daher ein geordnetes Arbeiten, so wie wir es sonst machen mit Projekten und so weiter, gerade nicht möglich ist. Aber viele unserer Kolleginnen und Kollegen sind nach wie vor in diversen Spitälern in Gaza tätig und berichten von wirklich katastrophalen Zuständen. Ja, sprechen wir nochmal über die Situation jetzt in den Krankenhäusern. Was fehlt denn da? Ich habe jetzt auch gelesen von einem UNO-Bericht, da stand drinnen, dass die meisten Abteilungen in den Krankenhäusern geschlossen sind, weil zu wenig Treibstoff vorhanden ist. Ja, ich meine, in den Krankenhäusern vor Ort fehlt es leider wirklich an allem. Also die Zustände, die dort zurzeit herrschen, kann man und will man sich ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen. Ich habe gerade gestern wieder ein neues Update von Kolleginnen und Kollegen vor Ort bekommen. Und die Situation ist wirklich furchtbar. Genau, es fehlt an Treibstoff. Das heißt, dass es keinen Strom gibt. Das heißt, dass viele medizinische Geräte nicht mehr funktionieren und angewendet werden können. Es gibt aber auch kaum mehr Medikamente. Es gibt keine Schmerzmittel mehr. Es gibt kaum mehr Narkosemittel mehr, beziehungsweise nicht ausreichend. Das heißt, dass viele Menschen mit schrecklichen Verletzungen kommen, auch Kinder. Und wirklich, ja, ich meine, es tut mir jetzt leid, dass ich das so sagen muss, aber vor Schmerzen schreien. Und um das Leben dieser Menschen zu retten, dann teilweise auch wirklich ohne Betäubungsmittel operiert werden müssen. Ja, Sie haben es angesprochen, es geht ja ganz grundsätzlich um die medizinische Grundversorgung. Seit Samstag sind jetzt mehrere Lastwagen mit Hilfsgütern im Gazastreifen eingetroffen, über die Grenze von Ägypten. Ich gehe jetzt davon aus, dass das nicht ausreichen wird, oder? Genau, also generell sind wir natürlich sehr froh, dass jetzt zumindest wieder ein bisschen was über die Grenze kommt, aber es ist ja nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein zurzeit. Mit dem Mangel, der vor Ort herrscht an Trinkwasser, an eben Benzin, aber auch Medikamenten und humanitären Güter, müsste eigentlich die Grenze jetzt durchgehend offen sein, damit Güter reinkommen nach Gaza, dringend gebrauchte humanitäre Güter. Ärzte ohne Grenzen hat auch mehrere LKWs bereit geladen mit Materialien, um sie über die Grenze zu bringen, sobald wir dürfen und können. Und wir haben auch frische Teams, also Teams mit neuen Kolleginnen und Kollegen, die bereitstehen, um einzureisen, sobald die Sicherheitslage ermöglicht, und dort weiterzuarbeiten. Auf Ihrer Website von Ärzte ohne Grenzen, da ist davon zu lesen, dass eine Umsiedlung von 1,1 Millionen Menschen gefährlich wäre, die jetzt eben von Norden in den Süden des Gazastreifens verlagert werden sollten, weil sich die humanitäre Krise so verschlimmern würde. Warum denn das? Man muss sich vorstellen, dass im Gazastreifen auf wirklich engstem Raum 2,2 Millionen Menschen leben und da die Infrastruktur schon sehr fragil ist auch wirklich. Und wenn jetzt quasi die Hälfte der Menschen von einer Seite zur anderen müssen und auch dort keine sicheren Orte und keine Unterstützung und keine Infrastruktur ist, dann verschlimmert das natürlich die Situation, weil es dann quasi der Mangel nochmal verstärkt wird. Dazu kommt, dass leider auch die Flucht in den Süden nicht sicher ist. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, wo Familien oder auch sie geflohen sind in den Süden und teilweise leider auch umgekommen sind auf der Flucht. Das heißt, auch der Fluchtweg ist nicht sicher. Und es ist auch so, dass viele Menschen nicht fliehen können. Wir haben das riesige Problem, dass in Spitälern natürlich auch schwer kranke Menschen liegen, Menschen, die davon abhängig sind, von medizinischen Apparaten am Leben gehalten zu werden. Und diese Menschen können nicht fliehen zum Beispiel. Und dadurch ist das natürlich wahnsinnig problematisch, dann, wenn man nirgendwo mehr Sicherheit hat. Ja, Sie haben berichtet von eben den 300 palästinensischen Mitarbeitern von Ärzte ohne Grenzen, die sich im Gazastreifen aufhalten. Wie viele Ärzte aus Österreich sind denn im Einsatz?
Zurzeit ist es so, dass unsere internationalen Kolleginnen und Kollegen aus Sicherheitsbedenken nicht arbeiten können. Auch unsere Kolleginnen und Kollegen aus Gaza arbeiten nicht mehr auf unsere Order im Moment, sondern freiwillig, weil wir ihre Sicherheit nicht gewährleisten können. Aber viele haben sich dazu entschlossen, trotzdem weiterhin in den Spitälern auch zu arbeiten, was natürlich unglaublich toll ist. Wir haben eine Kollegin aus Österreich gerade vor Ort in Gaza in der Nähe von der Grenze mit Ägypten zusammen mit den anderen internationalen Kolleginnen und Kollegen. Was mir besonders am Herzen liegt, ich habe gestern auch wieder Informationen von vor Ort direkt bekommen und die lokalen Kolleginnen und Kollegen gemeint, also das, was sie sich wirklich am meisten wünschen, ist einfach ein Ort der Sicherheit, weil die Spitäler sind nicht sicher, sie wissen nicht, ob sie während sie operieren bombardiert werden. Aber auch wenn sie rausgehen aus den Spitälern, auch im Süden, es gibt einfach nirgends so einen Ort, wo sie und wo ihre Familie im Moment auch einfach mal sich sicher fühlen können und auch wieder Kraft tanken. Abschließend, Frau Leiser, seit 1989, Sie haben es angesprochen, ist Ärzte ohne Grenzen im Gazastreifen im Einsatz, aber eben nicht nur, sind da auch immer wieder in Krisenregionen, sei es bei Naturkatastrophen oder Ähnliches. Zusammengefasst, was macht denn diese Situation in Nahost jetzt so schwierig, so herausfordernd? Ja, es ist so, dass wir natürlich weltweit arbeiten, in über 75 Ländern der Welt und rein bedarfsorientiert. Das heißt, wir sind absolut unpolitisch, neutral, unparteiisch und arbeiten immer dort, wo wir am dringendsten gebraucht werden. Und da ist leider natürlich der Gaza ein Bereich, eine Region, die schon sehr lange uns dringend auch benötigt. Und die größte Herausforderung im Moment ist natürlich, dass eine totale Blockade herrscht. Das heißt, wir bekommen keine humanitären Güter rein. Wir bekommen auch keine neuen Kolleginnen und Kollegen rein. Wir bekommen die Kollegen im Kollegen im Moment auch nicht raus. Und es einfach wirklich einen absoluten Mangel an allen dort gibt. Und das Ganze ja eigentlich eine humanitäre Katastrophe ist. Und noch dazu eine sehr, sehr prekäre Sicherheitslage. Das heißt, unglaublich herausfordernd. Frau Leiser, ich sage danke für das Gespräch und alles Gute.